Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden uns heute über gesperrte Meta-Konten unterhalten. Erstens natürlich, wie kannst du das Ganze verhindern? Und zweitens, was kannst du tun, wenn es schon so weit gekommen ist? Viel Spaß auf jeden Fall bei dem Video. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie gerade besprochen, werden wir heute über das Thema Facebook sprechen, beziehungsweise Facebook-Konto-Sperrung. Ich habe hier heute einen Experten zu meiner Seite geholt, das ist der Saha, der kümmert sich bei uns um das Thema Marketing, also auch um das ganze Thema Werbeplattform und Facebook. Ja, und wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, was betrifft gesperrte Werbekonten, was kannst du tun, wenn dein Konto gesperrt ist. Und ich will dir erstmal so ein paar Tipps mitgeben, was kannst du überhaupt tun, um das Ganze zu verhindern. Denn es gibt gewisse Gründe, warum jetzt ein Konto mal gesperrt wird. Es gibt manchmal Gründe, die sind nachvollziehbar, andere Gründe sind weniger nachvollziehbar. Du kannst aber als Werbetreibender schon mal so eine Liste an Sachen einfach machen, um das Ganze zu verhindern, beziehungsweise um die Wahrscheinlichkeit möglichst minimal zu halten, dass es überhaupt so weit kommt. Die erste Sache, die ich dir dabei mitgeben möchte, ist eigentlich relativ simpel und auch nachvollziehbar. Facebook hat natürlich im besten Fall nur authentische, echte Nutzer auf der Plattform. Das heißt, was du als Werbetreibender schon mal machen solltest, ist einfach ein vernünftiges Profil zu pflegen. Was ist ein vernünftiges Profil? Ganz einfach gesagt, eins, das so aussieht, als würde da eine reale Person hinterstehen. Das heißt, du hast ein Profilbild, du hast ein Titelbild, du hast im besten Fall Postings auf deiner Seite, du hast im besten Fall auch Freunde, mit denen du befreundet bist. Du hast vielleicht auch Gruppen, in denen du bist. Also das ganze Profil, was jetzt hinter dem Werbekonto steckt, soll einfach authentisch sein und sollte so aussehen, dass es eben auch einer echten Person gehört. Wenn du sowas schon mal gepflegt hast in den letzten Jahren, weil du Facebook halt als privater Nutzer genutzt hast, umso besser. Die zweite Sache, die ich dir mitgeben möchte, was das angeht, ist das ganze Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn du anfängst, mit Facebook Werbung zu machen, ist es mehr oder weniger Pflicht, das Ganze schon mal für Facebook zu machen. Also einfach, wenn du bei Facebook irgendwelche Einstellungen vornimmst am Unternehmen oder am Werbekonto, dass du eben nach dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung gefragt wirst. Was da nochmal so ein kleiner Geheimtipp ist, das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung auf deinem privaten oder auf deinem privaten Mailadresse zu hinterlegen. Das heißt, du musst ja bei Facebook immer eine Mailadresse hinterlegen, um dich eben anmelden zu können. Das heißt, du hast eine AdWeb, du hast eine GMX, du hast eine Gmail, was auch immer. Und für dieses Postfach solltest du ebenfalls eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hinterlegen. Das hat jetzt nicht direkt Einfluss auf Facebook, aber schützt dich halt enorm vor irgendwelchen Angriffen von außerhalb. Also das auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Vergessen viele gerade am Anfang. Würde ich einfach einrichten, ist schnell gemacht, kostet nichts und schützt dich halt, wie gesagt, vor Angriffen aus dem Internet. Was in dem ganzen Kontext noch wichtig zu erwähnen ist, wenn wir gerade schon mal bei dem Thema sind, du solltest ein Gespür dafür entwickeln, was Spam ist und was nicht. Facebook, die Plattform, ist relativ anfällig dafür, dass viele von außen eben versuchen, dein Werbekonto zu hacken, vielleicht irgendwie Angriffe darauf vorzunehmen, Zugriff auf dein Konto zu bekommen. Und der gängigste Weg, um das eben durchzuführen, sind sogenannte Phishing- oder Spam-Mails. Hast du vielleicht schon mal gesehen, beziehungsweise schon mal von gehört. Wenn du im Kosmos von Facebook unterwegs bist, dann sieht das Ganze meistens so aus, dass du eine Mail bekommst von Facebook. Da steht halt Facebook drauf. Das sieht auch sehr nach Facebook aus, muss man dazu sagen. Und meistens geht es irgendwie darum, dass du Werbeeinschränkungen in deinem Konto hast, dass du irgendwelche Richtlinien verletzt hast, dass dein Werbekonto gesperrt wird, wenn du dich jetzt nicht hier anmeldest. Wie gesagt, das Ganze sieht relativ echt aus. Was ich dir einfach empfehlen würde, guck immer bei solchen Mails auf den Absender. Facebook selber wird niemals eine Outlook-Mail verwenden, keine Gmail-Mail verwenden. Da steht entweder Facebook-Mail hinter oder Facebook.com. Alles in dieser Richtung. Alles, was nicht von solchen Mails kommt, ist in der Regel Spam. Und ja, wenn du ganz sicher sein willst, würde ich halt einfach nochmal im Werbekonto nachschauen. Denn wenn es wirklich eine Meldung gibt, die dein Werbekonto betrifft, dann steht es auch im Werbekonto. Dann kriegst du mehr Benachrichtigungen als nur die Mail. Und wenn du die Sachen schon mal beachtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering. Vorausgesetzt jetzt mal, dass du vernünftige Werbung schaltest auf der Plattform, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du dort keine Probleme bekommen wirst. Aber es kann trotzdem mal dazu kommen. Und auch da gibt es so ein paar Maßnahmen, die man eben ergreifen kann, wenn es mal in Anführungsstrichen zu spät ist. Da wird dir aber der Kollege ein bisschen mehr zu sagen können. Ja, generell muss man unterscheiden, es gibt mehrere Arten von Facebook-Sperrungen. Du kannst dein Profil gesperrt bekommen haben, du kannst nur dein Werbekonto gesperrt bekommen, du kannst deinen Business Manager gesperrt bekommen und du kannst nochmal dein persönliches Werbekonto gesperrt bekommen. Ganz viele Faktoren, wie du merkst, und es kann halt auch passieren, dass jeweils einzelne Sachen gesperrt werden. Das Wichtigste, solltest du irgendwo eine Meldung bekommen, dass du gesperrt wirst, dann erstmal die ganzen Punkte beachten, die der Nico gerade aufgezählt hat. Ist das wirklich von Facebook die Mail und so weiter. Aber wenn es dann von Facebook eine Meldung ist und du dich einloggst und du siehst ja auch, dass da irgendwas von der Sperrung steht,
dann ist es ganz wichtig, erstmal zurück zu seinem Profil zu gehen und nochmal zu prüfen, sind alle meine Daten richtig? Denn Facebook wird nachfragen, bist du das wirklich? Das heißt, nochmal gucken, habe ich meinen richtigen Namen eingetragen? Ist mein Geburtsdatum richtig? Sind die Daten, die ich einfach dort hinterlegt habe, echt, bin ich das wirklich? Passiert halt öfter mal. Wir hatten auch einige Partner, die haben dann nicht ihren echten Namen genommen, sondern einfach ihren Firmennamen oder sich so halt nicht echt genannt. Und das kann dazu führen, dass du, wenn du eine Überprüfung beantragst, die Facebook früher oder später anfordern wird von dir, egal auf welcher dieser Ebenen, weil die gehen immer auf den Werbetreibenden, ja, die wollen die Echtheit checken. Es ist eigentlich bei 99% der Fälle, wenn irgendwas von dir gesperrt ist, egal welche Ebene, dann wollen die wissen, bist du echt. Und da musst du dich meistens ausweisen. Das heißt, entweder du schickst deinen Führerschein hin, deinen Personalausweis, irgendwo, wo deine Daten stehen. Und wenn irgendwelche dieser Daten, sei es Vorname, Nachname, Telefonnummer, nicht identisch sind mit dem von deinem Profil und Ausweis halt, dann kann es dazu führen, dass du für immer gesperrt wirst. So, jetzt gibt es aber auch verschiedene Stufen von Sperrungen. Es kann sein, also ich würde mal jetzt persönlich sagen, Profilsperrung ist so das Schlimmste, was passieren kann, weil dann bist du als User gesperrt für Aktivitäten. Da kommt man auch schwer raus, wenn man wirklich in der Überprüfung dann abgelehnt wurde, kann das wirklich dazu führen, dass Leute für immer gesperrt werden. Das ist auch einigen unserer Partnern tatsächlich passiert. Ja, deswegen auch diese Vorsichtsmaßnahmen, die geben wir zum Beispiel bei uns im Onboarding natürlich immer durch, um den Kunden vor jeder Möglichkeit zu schützen. Aber es gibt auch Sperrungen, die nicht so schlimm sind. Es gibt zum Beispiel Werbekontosperrungen. Da sind zum Beispiel, kann es auch den Fall geben, du wirst gesperrt, aber nur, weil du die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht vorher schon gemacht hast. Das kann auch passieren. Dann macht man sie und dann ist man wieder entsperrt. Ich würde sagen, wenn deine Daten korrekt sind, auf Facebook, auf deinem Profil und die ganzen Punkte, die der Nico eingangs besprochen hat, auch richtig sind, ja? Wenn du danach eine Überprüfung beantragst, dann kommst du in 90% der Fälle wieder davon weg. Was natürlich immer passieren kann, wenn du Werbung machst, die komplett gegen die Richtlinien verstößt, mehrmals, dann kann das auch nicht helfen, dass du da ein korrektes Profil hast, weil dann hast du einfach mehrfach gegen die Werberichtlinien verstoßen. Passiert nicht oft, aber kann natürlich auch passieren. Ja, was man auch noch sagen kann, was für ein Ausmaß so eine Sperrung haben kann, ist, wenn du, sagen wir mal, deinen ganzen Vertrieb darauf aufbaust, dass ständig neue Leads kommen, ja, und dann ist auf einmal dein Profil oder dein Business Manager gesperrt, dann ist es Facebook egal, ob du am Tag 1.000, 2.000, 3.000 Euro ausgibst. Wenn eine Sperrung da ist, dann wird gar nichts mehr ausgegeben. Und diesen Worst-Case-Fall will man ja eigentlich vermeiden. Gut. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, einfach nur als kleiner Einschub, weil du es gerade angerissen hattest, also wenn dein Plan ist, quasi Werbung über die sozialen Medien zu machen und damit auch Geld zu verdienen, was ja erstmal eine sinnvolle Sache ist, das ist ja ein Teil von unserer Dienstleistung, dann ist es natürlich ratsam zu sagen, okay, gerade bei solchen Themen hole ich mir eine Agentur. Weil klar, eine Agentur wie die A&M ist jetzt auch dafür verantwortlich, gute Ergebnisse zu liefern, viel Transferwissen dir auch zu bieten, einfach einen professionellen Job zu machen. Aber du kannst dir vorstellen, wir als Agentur haben natürlich jetzt gegenüber Facebook auch einen anderen Hebel, als das eine Einzelperson hat, die bei Facebook Werbung macht. Das heißt, Konten, die jetzt zum Beispiel mal gesperrt werden, das kommt natürlich auch vor, wenn die bei uns in der Betreuung sind, aber wir können da wesentlich schneller was machen. Und wie der Kollege gerade schon sagte, wenn du halt jetzt, sagen wir mal, ein Viertel von deinem Umsatz über Facebook machst und von heute auf morgen wird das Konto gesperrt und du weißt nicht, was zu tun ist, dann hast du vielleicht mal ein, zwei Monate halt ein Viertel weniger Umsatz. So. Und das ist nicht Umsatz, den du die Monate darauf wiederbekommst, sondern den schnappt sich die Konkurrenz in der Regel. Also nimm das Thema ernst, gerade wenn du mehr bei Facebook ausgeben möchtest oder schon dabei bist, das zu tun, dann ist das eine Sache, die man einfach im Hinterkopf haben sollte. Ja, befolgt die Punkte, die wir gesagt haben, entweder bevor die Sperrung passiert ist, das auf jeden Fall, und nachdem das Ganze passiert ist, passiert sein sollte, dann ja, befolge auf jeden Fall das, was der Kollege gesagt hat. Ansonsten gibt es, glaube ich, zu dem Thema gar nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche dir viel Spaß bei den nächsten Videos. Besuche unsere Homepage, buch dir gerne ein Erstgespräch, wenn du interessant findest, was wir machen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder.